Geschwister, liebe Brüder, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu unserem Sonntagswortgottesdienst. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, Angst ist für viele heute ein ständiger Begleiter. Angst vor dem Coronavirus. Angst vor den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise. Angst vor Populisten und Extremisten. Angst vor Krieg und Terroranschlägen. Angst um den Kurs der Kirche im synodalen Weg. Pessimisten haben Hochkonjunktur. Da ruft uns heute Jesus zu: Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch. Christen sind Optimisten, weil sie sich mit Christus verbunden wissen. Bitten wir Gott um seine Kraft und seine Erbarmen. Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir furchtlos zu folgen. Herr, erbarme dich. Du gibst uns den Mut, dich zu bekennen. Christus, erbarme dich. Du bleibst bei uns alle Tage unseres Lebens. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlass uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen alle Zeit fürchten und lieben. Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert
als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind ganz wichtig für Gott, sagt uns das Evangelium in seinen Beispielen. Gleich dreimal ruft es uns deswegen zu: Fürchtet euch nicht, denn Gott vergisst die nicht, die auf ihn vertrauen. Gott stellt uns in diese Welt, damit wir von seiner Liebe Zeugnis geben. Oft sind es nicht zuerst Worte, sondern unser einfaches Dasein für andere, das Menschen aufrichtet, ermutigt, aber auch provoziert. Nicht immer ist dieser Weg einfach. Fürchtet euch nicht. Er sagt es heute in eine Zeit hinein, die unter vieler Hinsicht von Angst geprägt ist. Vieles in der Politik ist von Angst diktiert. In diesen Sommermonaten verzichten viele Menschen auf Urlaub oder Ferien, weil sie Angst haben. Die Angst vor dem Virus Corona, die Angst vor dem Tod belastet Menschen, fast mehr noch aber die Angst vor dem Leben. Angst macht krank. Angst selbst ist zu einer Krankheit geworden. Von dieser Angst wurde Jeremia immer und immer wieder umgetrieben. Und viele andere der Propheten, die wie Jona vor Gottes Auftrag und Sendung flohen. Und schließlich lähmte diese Angst, für unseren Glauben an Christus und sein Evangelium einzustehen, auch uns selbst. Die Angst, verspottet oder auch nur belächelt zu werden, hindert uns sogar daran, in der Öffentlichkeit, etwa bei Tisch in einem Restaurant, das Kreuzzeichen zu machen und zu beten. Es geht immer und immer wieder um die Angst vor einem Verlust, vor dem Verlust der Anerkennung durch die Mitmenschen, vor dem Verlust der Liebe von Eltern, Freunden und Lebenspartnern, vor dem Verlust von Gesundheit und Lebensfreude, vor dem Verlust tragender Fundamente des Lebens oder gar vor dem Verlust des Lebens selbst. Jesu Wort ist die Botschaft seines ganzen Lebens, die ihren Ausdruck schon in seinem Namen findet. Jesus übersetzt heißt: Gott rettet. Hier geht es um eine Himmelsbotschaft, die Licht in unserem Leben bringt, die unser Leben zum Blühen bringen kann. Mit dem vertrauensvollen Doppelbild vom Spatzen, der selbst, wenn er vom Himmel fällt und stirbt, in Gottes bergende Hände fällt und von den Haaren auf unserem Kopf selbst, die sind unserem Vater im Himmel nicht gleichgültig. Mit diesen Bildern stellt Jesus sein Wort: Fürchtet euch nicht, in den umfassenden Zusammenhang der unbesiegbaren Liebe Gottes. Darauf kann ich uneingeschränkt vertrauen. Und aus der Kraft dieses Vertrauens kann ich aufrecht gehen, kann ich mich selbstbewusst zu Jesus Christus und seiner Botschaft bekennen. Es gibt nichts Hilfreicheres, nichts Befreienderes, das je ein Mensch einem anderen Menschen sagen könnte: Fürchtet euch nicht. Amen. Zu Gott, dem unser Leben wertvoll ist, beten wir. Für unser Bistum Münster auf der Suche nach dem Weg als Kirche in dieser Zeit,
für unseren Bischof Felix in seiner Verantwortung und für alle, die ihm mit ihrem Rat zur Seite stehen. Für alle in den Pfarreien, die mit ihren Fähigkeiten zur Verkündigung des Glaubens beitragen. Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich für die Würde menschlichen Lebens einsetzen. Für alle, die denen zur Seite stehen, die auf Hilfe angewiesen sind. Für jene, deren Würde auch inmitten der Kirche verletzt wurde. Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die sich verlassen fühlen, die Angst um ihr Leben haben. Für alle, die schwer erkrankt sind. Für die Menschen in den Krisengebieten der Erde, auf der Flucht aus der Heimat oder in den Flüchtlingslagern. Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Wissenschaftler und Forscher, die auf der Suche nach medizinischem Fortschritt sind. Für die Ärzte und Pfleger, die sich um Kranke und Sterbende kümmern. Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, die mit uns gelebt haben, die wir oft im Leben noch vermissen werden. Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Fassen wir unsere Bitten zusammen in dem Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von den Psalmisten des Alten Bundes können wir lernen, wie Gott Vertrauen geht. Der Beter von Psalm 23 sagt: Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Beter von Psalm 46 vertraut: Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt. Mit uns ist der Herr der Herrscharen, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Der Beter von Psalm 91 weiß: Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Und wie lautet mein ganz persönlicher Vertrauenspsalm? Wir bitten um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. Er segne, beschütze und begleite euch, der gütige, der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und gesegneten Sonntag. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.